Ja, heute habe ich hier einen sehr besonderen Gast für mich. Und ich wollte einen Contest machen. Endlich, endlich, endlich. Ja, ich weiß, wenn ihr das jetzt eklig findet, sorry, aber ich habe mich daran einfach schon so gewöhnt und er ist mir so viel wert und dass es mich überhaupt nicht stört, wenn er mich ableckt. Ja, und ich wollte euch einfach nur sagen, genau, dass ich jetzt das Contest-Video drehe und dass ich jetzt den Contest mache. Und zwar soll das Thema sein Paradies. Und ich dachte mir, ich mache es einfach mal wirklich so, wie ihr es wollt. Also, oder ich gebe euch einfach mal ein bisschen Freiraum sozusagen. Ihr könnt wählen, ob ihr ein Amu macht, ihr könnt wählen, ob ihr ein Outfit of the Day vielleicht macht, vielleicht passt das ja auch. Ob ihr was zeichnet, was malt, ob ihr was bastelt, ob ihr einen ganz kreativen Look macht, ob ihr ein Haartutorial macht dazu, was ganz flippiges, paradiesisches, ob ihr ein Nageldesign macht. Also ich dachte, ihr könnt einfach auswählen, was ihr wollt und ja, ihr könnt eure Inspiration nehmen, wovon ihr wollt, also aus dem Internet natürlich. Ihr könnt von Büchern, ihr könnt einfach auf dem Kopf irgendwas Kreatives gestalten. Ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Also es sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und weil ihr so viele Auswahlmöglichkeiten habt und vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen länger braucht, um ein bisschen zu überlegen, was man da machen könnte. Ja, leck mich, ob du kleine Nudelbusen. Dachte ich gebe euch auch ganz lange Zeit. Also ich mache den Contest ab heute und der soll einen Monat gehen. Die genauen Daten schreibe ich euch in die Infobox, je nachdem, wann ich das Video jetzt hochlade, also ob es heute oder morgen oder wann auch immer sein wird. Und ja. So, das war jetzt erstmal zum Contest und ich würde mir sehr wünschen, dass ihr es als Videoantwort postet unter dieses Video hier. Einfach, dann wird es für mich einfach leichter, als alle zusammenzusuchen. Ich hoffe natürlich, vorausgesetzt, es machen genügend Leute mit. Ja, was noch, Snippy? Fällt dir noch mit ein? Jo? Nee. Okay, ja, genau. Dann würde ich mir wünschen, dass ihr also ihr braucht kein Tutorial machen, sondern ihr könnt einfach erklären euren Look und erklären, wie ihr das gemacht habt und so. Dann möchte ich gerne, dass ihr natürlich im Titel irgendwie schreibt, Contestbeitrag für X La Chiquita oder Paradies-Contestbeitrag oder so und meinen Kanal eben unten verlinkt oder das Video hier oder irgendwas. Einfach, dass man sieht, es ist genau für mich und im Video muss auf jeden Fall vorkommen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr eure Videos schneidet, dann könnt ihr es ja so machen, wie ich es immer mache, Contestbeitrag für so eine Seite quasi im Video. Oder ihr könnt es einfach, wenn ihr die Videos natürlich nicht schneidet oder so, könnt ihr es auch einfach, sagen wir mal, das wäre hier ein Blatt, einfach auf Blatt kleben und schreiben, Contestbeitrag für von bla bla bla. Und dann könnt ihr das in die Kamera halten. Einfach, dass man sieht, dass es jetzt nicht für jeden Contest gebraucht wird. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich. Natürlich vertraue ich euch da und einfach nur aber, dass man es das nochmal extra sieht und auch weiß, worüber das Video handelt. Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, bla bla bla. So eine Sache muss ich, glaube ich, nicht sagen. Wenn ihr nicht über 18 seid, ihr könnt natürlich auch mitmachen, wenn ihr unter 18 seid, dann müsst ihr nur im Falle eines Gewinns eben die Einverständniserklärung eurer Eltern haben. Aber das können wir dann auch nochmal besprechen. Wenn ihr euch nicht traut, ein Video zu drehen, denn ich hätte schon gerne ein Video und keine Kommentare, dann könnt ihr mir auch Fotos schicken per E-Mail. Ihr könnt mich dann anschreiben, wenn ihr mitmachen wollt, per private Nachricht, private Message, keine Ahnung. Hier, einfach auf Nachricht klicken beim Kanal und könnt mir dann eine Nachricht schreiben, ob ihr halt mitmachen könnt, aber ohne Video. Weil manche sind von euch ja vielleicht gar nicht in der Lage, ein Video zu drehen, weil ihr einfach vielleicht keine Kamera habt, die Videos dreht. Und dann könnt ihr einfach ein Bild machen, mir das per E-Mail schicken. Aber es wäre schon schön, wenn ich das dann auch benutzen dürfte im Falle eines Gewinns. Denn ich glaube, alle wollen natürlich sehen, wer gewinnt. Und es wäre ja ein bisschen unfair, wenn ich euch dann nicht gewinnen lassen könnte, weil es keiner sehen darf oder irgendwie so. Und ja, das wollte ich noch sagen. Was noch? Ja. Also ich würde am liebsten natürlich, mag ich so kreative Sachen, ihr könnt euren Gedanken einfach freien Lauf lassen. Also es kann auch was gesungen werden, es kann was getanzt werden, also wirklich alles, alles ist erlaubt. Also
es gibt wirklich überhaupt keine Grenzen. Es muss nur irgendwie zum Thema Paradies passen. Also es kann freakig, farbenfroh und crazy sein. Keine Ahnung, mir fällt da jetzt auch irgendwie... Also einfach das, was womit ihr das irgendwie interpretiert oder in Verbindung setzt. Ihr könnt ein Lied spielen, wenn ihr musikalisch seid. Ja. Ihr könnt wirklich alles machen und das finde ich eigentlich ganz interessant so mal. Einfach das, was ihr macht. Ihr könnt, ja, wie gesagt, was basteln. Habe ich ja alles schon vorgeschlagen. Ja. Ansonsten wollt ihr natürlich bestimmt auch die Preise sehen. Und ich habe das schon zusammengepackt. Einen Moment. So. Und zwar, ich habe das auch schon in eine Luftpolster-Tasche gepackt, damit ich es auch gleich losschicken kann, wenn ich den Gewinner festgelegt habe, was eigentlich total bescheuert ist, weil es eh erst in einem Monat ist. Aber egal. Ja, und zwar gewinnt ihr diese schöne Kosmetiktasche. Ich finde sie total niedlich. Sie ist zwar klein, aber fein. Sie hat hier so eine Rosen drauf in rosa, dann so Goldtönen und so Pinktönen und ist halt wirklich klein zum Mitnehmen und ist so ein bisschen hier so außen Plastik, also ganz hygienisch, so dass man es auch schön abwischen kann, wenn sie dreckig ist. Und dort sind natürlich die kleinen Preise versteckt und ja, optional, das sage ich jetzt wirklich optional, könnt ihr, ich habe, ach, das sage ich gleich danach, ja, egal, vergesst es, gleich. Erstmal, was ihr gewinnen könnt, ist, ich hole mal ganz kurz alles raus, damit ich das alles schon habe. Einmal von Essence, diesen Nail Polish Pen Click and Color. Das ist so einer hier in der Farbe Pink und, also ich weiß nicht, ob die jetzt eine, doch hier, 03 Must Have Pink. Ja, ich habe auch so einen und ich finde die echt ganz gut. Die sind so wie so eine Pinselchen vorne und damit könnt ihr eigentlich ganz gut auf den Nagel malen. Und deswegen kommt das mit in die Kosmetiktasche. Dann einen Softliner von Nivea Beauty. Und zwar dachte ich mir, es ist eigentlich eine ganz schöne Idee, weil Nivea ja jetzt aus dem Sortiment genommen wird. Und ich mag Nivea sehr gerne. Und das hier ist jetzt so ein ganz dunkles Blau. Es sieht vielleicht in der Kamera auch schwarz aus, ich weiß es nicht. Ich öffne das mal. Also wie ihr seht, unbenutzt. Also ich werde so oder so nur Sachen verlosen, die ich nicht benutzt habe. Klar, sonst würde ich euch es vorher sagen. Nur nochmal so extra gesagt, keine Ahnung. Dann von UMA oder UMA, je nachdem wie ihr das aussprecht, so ein Lipgloss. Und zwar heißt der einfach nur Shine. Hat eine Farbbezeichnung, ich weiß es gerade gar nicht. Ich zeige euch den einfach mal. Es ist so einer hier. Ich will den jetzt nicht aufmachen, weil sonst wäre der ja schon irgendwie geöffnet und so. Und das will ich nicht. So sieht der aus. Das ist dann das dritte. Dann ein Nagellack und zwar von Essence. Multidimension XXL Shine Nail Polish. Das ist so ein schöner Türkis, Grün, Petrol, bliblablub Ton, der heißt Trendsetter 64. Und da Essence ja auch das Sortiment gewechselt hat und ich weiß nicht, ob die den noch drin haben, ich bin mir gerade nicht sicher, dachte ich, ich packe den mal rein. Ich habe den auch, den gleichen. Ich bin sehr zufrieden mit der Farbe, ich liebe diese Farbe. Deswegen habe ich euch den mal auch gekauft und wenn ihr wissen wollt, wie der aussieht, dann, ach, ich kann den einfach jetzt hier swatchen auf meinem Nagel, ich kann den ja wieder abmachen. Und zwar schwuppdiwupp. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann es jetzt irgendwie erkennen, aber vielleicht auch nicht so gut. Naja, ich hoffe, ihr wisst, wie der aussieht. Wenn nicht, dann guckt mal, ob es den bei euch noch gibt. Ja, das ist mit drin. Dann ist mit drin ein Lipgloss von M&Y. Und zwar die Farbe 769. Und das ist so ein Cremeton. Ich weiß nicht, wie der ist. Keine Ahnung. Ich habe ihn einfach mitgenommen und dachte, ach, den mache ich auch noch mit rein. Das ist so eine Tube mit 9 Milliliter. Und ja, den könnt ihr auch gewinnen. Und ihr könnt gewinnen so eine ganz süßen Ohrringe von Ebelin. Die sehen so aus. Der eine ist nur umgedreht, aber ich wollte jetzt nicht die Packung aufmachen und den umdrehen. Der ist aber nicht kaputt oder so. Und ich finde die echt süß. Also es sind so eine goldenen Hängerchen mit so einem, ja, runden und so einem schönen Muster da drauf. Ich denke, ihr könnt es ganz gut erkennen. Die könnt ihr auch noch gewinnen. Also ich hoffe, für jeden ist jetzt was dabei.
Und dann könnt ihr auch noch gewinnen von Manhattan, so ein Multi-Effekt in der Farbe 77N True Blue. Und der sieht so aus und ich finde ihn wirklich, wirklich schön. Ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Hier ist noch so ein kleiner Applikator mit drin. Aber ja, das wisst ihr selber. So, das waren die Preise. Und, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar so ein Pocket Beauty Fresh Start Nail Polish Remover, blablabla. Das sind einfach so eine Pads von Essence, die Nagellackentferner für unterwegs sind. 20 Pads. Und das ist wirklich praktisch für unterwegs. So sehen die aus. Ja, das war's schon. Und optional könnt ihr mir einfach schreiben im Falle eines Gewinns. Habe ich euch noch ein paar Proben dazu gepackt. Und zwar sind das ein paar, ja, also einmal so eine Nivea-Probe. Ich teilte die jetzt nur schnell rein. Dann so eine Pflegelotion von Florena, eine Probe. Eine Garnier-Body-Probe-Lotion, blabliblub. Eine Nivea SOS Intensiv-Lotion-Probe. Ein Fußbad. Und zwar, die habe ich auch in groß und die sind wirklich ganz gut, finde ich. Dann das Experience, hier, nur als Probe und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also wenn ihr da interessiert seid, ist es natürlich nicht schlecht, das mal ausprobiert zu haben, wenn ihr es noch nicht kennt. Dann könnt ihr noch diese Durodent-Probe von DM gewinnen. Dann könnt ihr noch haben auch ein Make-up von DM, von P2. So Perfect Stay Make-up. Keine Ahnung. Und dann noch ein Cell Energy Balea Creme Probe. Und dann noch von Biotherm eine Probe. Und zwar die Multi Recharge Probe Creme. Ja, das könnt ihr optional einfach mir schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Ich kann es verstehen, wenn ihr es nicht wollt. Aber bei mir liegen die Proben rum und ich benutze sie nicht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie kein Probenmensch. Ich weiß auch nicht warum. Diese kleinen Tübchen und diese kleinen Parfümproben und so benutze ich, aber so eine kleine Probe hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Also wenn ihr die wollt, könnt ihr die gerne haben. Wenn ihr die nicht wollt, dann ist es so. Aber ich wollte es euch nur optional irgendwie lassen. Ich packe jetzt alles wieder hier zurück. Ich werde euch auch ein paar Fotos noch in das Video hier schneiden, ganz am Ende reinpacken, damit ihr noch mal genauer sehen könnt, was ihr alles gewinnen könnt. Ja, ich habe jetzt alles hier wieder reingepackt. Das könnt ihr gewinnen. Und das wird dann ankommen in dieser Luftpolsterfolientasche. Gut, ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Ich freue mich super doll auf alle Videos, auf alle kreativen Köpfchen und auf alles, was ihr so mir machen könnt. Ich bin super, 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 super gespannt. Und ich hoffe wirklich, dass ein paar mitmachen, weil ich so gerne selber an Contests mitmache. Und ich wollte euch jetzt einfach mal die Möglichkeit geben, und auch mal an meinem Contest mitzumachen. Und ich freue mich schon so, so, so sehr. Ja. Also ich hoffe wirklich, ihr macht mit. Es würde mir so viel bedeuten. Und gut. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche und ganz viel Spaß weiterhin hier auf YouTube. So viel Spaß, wie ich gerade habe auf YouTube. Und dann bis dann. Ciao, ciao.